Steht da oben ganz gut. Was sagt der Monsun? Oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Sagt unser Eisen. Und das ist auch ganz gut. Müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis das hier fallen. Ich weiß noch nicht, warum wir hier so ein Wildproblem haben. Das ist ein bisschen blöd. Wir können ja schlecht die Seifenmacher und die Gerbereien ausschalten, weil sonst meckern sie von wegen, wir haben nichts, um uns sauber zu halten und wir haben auch nichts, um uns anzuziehen. Das ist halt leider so ein bisschen... Das wäre einfacher, wenn man die Gebäude einzeln ausmachen könnte. Zum Beispiel sagen kann, oh, ich möchte nur eine Gerberei pausieren oder so. Weil dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach. Dann würde man einfach ganz viele Gebäude bauen, nach dem Motto, oh, ich baue jetzt einfach mal 5 von jedem und dann pausiere ich die, solange ich sie nicht brauche. Das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache. So, hier müssen wir nichts auffüllen, außer uns ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Können wir auch wieder die Palisade zumachen. Ach, sogar ist interessanterweise wesentlich günstiger, diese große Strecke zuzumachen, als ein Tor zu bauen. Von daher danke, liebe Gegner, dass ihr nicht das Tor angegriffen habt. Holen wir noch einmal Tribut mit Zafir. Okay, wieder der Steinbruch. Dann haben sie jetzt aber wirklich Pech. Nochmal habe ich da keinen Bock drauf. So. Dann fordern wir mit Saraya noch einmal Tribut und ich überlege, ob wir jetzt, auch wenn das Spiel nicht mehr so lange gehen dürfte, was ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt habe, ob wir das Gebiet hier unten holen. Weil da noch ein Wildvorkommen ist und ja, dann haben wir halt dieses Wildproblem nicht, weil ich weiß nicht warum, aber das geht ganz drastisch immer runter. Ich vermute wirklich, dass es daran liegt, dass wir halt relativ viel Seife verbrauchen und vor allen Dingen, dass wir 3 Gerbereien haben. Das macht wirklich viel aus. Darum werden wir uns hier unten nochmal das Wildvorkommen holen. Wir könnten zwar, die Gebiete gehören uns zwar schon, da sind auch Wildvorkommen, aber die sind leider im Monsun abgetrennt. Und mir fällt gerade ein, wenn wir sollten darüber, bevor der Monsun anfängt. Sonst können wir unseren Gegner nicht mehr angreifen, das wäre sehr unpraktisch. Dann lassen wir das mit dem Gebiet. Da haben sie halt ein Problem, müssen sie halt ihre alte Kleidung tragen. Karren mit Rohstoffen ist und mit Besen putzen. Schaffen wir schon. So. Tribut für Hidun. Saraya sofort. Kommt nach Hause. Ach, immer 5. Wieso denn immer 5? Ach nee. Wann schicken wir die denn am besten los? Die müssen wir eigentlich bald machen. So viele Soldaten haben wir nicht, aber wir brauchen auch gar nicht so unglaublich viele Soldaten. Machen wir noch Munitionskarren. So, dann schicken wir die schon mal rüber. Die schicken wir alle schon mal hier hin. Hier ist ja bisher nichts passiert. Und Saraya können wir dann auch gleich rüber schicken. Ich warte nur, bis die schon laufen aus dem Dings draußen sind. So. Schicken wir die auch alle mal rüber. Auch diesen einzelnen da. Der eine Bogenschütze, der wird es auf jeden Fall reißen. Ich mir ganz doll sicher. Jawohl! So, Saraya Jawohl. Kommt auch mal hier hoch, auch wenn sie bringt da oben aber eigentlich gar nichts. Wir nehmen sie einfach mal mit, so pro forma. Mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen hoffen, dass wir noch ein klein wenig Militär machen können. Also, sobald die Regenzeit eingesetzt hat, werden wir dann angreifen. Nochmal möchte ich die ehrlich gesagt nicht warten. Die Mauer müsste theoretisch ja auch noch offen sein. Gucken wir gleich mal mit Saraya nach. Dafür ist sie nämlich ganz gut. Weil man... oh, unser Holz ist ausgegangen. Liebe Holzfäller, ihr dürft weiter produzieren. Schaut mal, Urlaub ist vorbei. Ihr habt wieder was zu tun. Freut euch, schwingt die Äxte und Sägen und passt auf eure Gliedmaßen auf. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, das ist nur ein Tiger. Ja, das hat uns jetzt echt ein bisschen zurückgeworfen da oben mit dem Feuer. Aber hey, wir hatten wir oben auch welche abgestellt. Das können wir uns jetzt immerhin sparen. Na komm, einen noch. Einen noch, bevor das Wetter umschwingt. Komm. Das kriegst du hin, lieber Schwertkämpfer, Kasernenmensch. Vor allem, da ihr zu dritt seid, ihr müsstet das eigentlich relativ fix hinkriegen. Wo ist unser ganzes Holz hin? Was haben wir denn gemacht? Wir haben eine Palisade gebaut. Nee, habe ich, glaube ich, nicht gebaut. Aber gut, sie haben, glaube ich, auch einen großen Bedarf an Reinigungsgütern, wie man hier gerade sieht. Das ist runtergegangen wie nix. So, da haben wir noch mal einmal Soldaten. Die nehmen wir dann auch mit hoch.
Nee, den können wir ja noch auffüllen. Der stand ja da immer noch rum. Haha, sehr nett. Gut, dann Jungs. Wie ihr wünscht. Geht mal dort hinüber. Ja, jetzt sind wir bei 64. Das ist doch auch mal eine anständige Zahl. Ein Kahn mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir nehmen euch einfach zu dritt mit. Das wird schon gut gehen. Vermute ich zwar nicht, aber hey. So, Saraya, dann gehen wir noch mal schauen, ob die Mauer noch offen ist. Nee, natürlich nicht. Sofort. Die ist auch nicht mehr beschädigt. Oh, das muss man alles von vorne machen. Jawohl. Verstanden. Nein. So, ihr könnt den schon mal besetzen. Dann kannst du schon mal hier hochfahren. So. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Dich kann man auch besetzen. Und ihr besetzt bitte diesen dort. Und ich werde jetzt auch am Anfang nicht sagen, dass sie die Mauer angreifen sollen. Weil das erste Katapult hat nämlich automatisch das Katapult oben auf der Mauer angegriffen. Aber das kann man leider aber nicht mehr per Hand anwählen. Ich weiß nicht, warum man nicht sagen kann, schieß da bitte drauf. Aber es kann es von alleine. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber dann ist das nämlich weg. Und wenn das weg ist, dann geht uns das nicht mehr auf den Keks. Und das macht natürlich sehr viel Schaden. So, na dann. Auf ein neues. Aufbauen. 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 Sofort! Sofort! So, da ist mich jetzt das Katapult weg. Sehr schön. Jetzt geht ihr mal alle auf diese Mauer da. Zum Angriff! Munitionskarren noch schön in die Nähe stellen. Oh, jetzt bauen sie da oben gerade schon wieder ein neues Katapult. So, abbauen. Abbauen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Abbauen. Und hierhin. Du ebenfalls und du auch. Und ihr geht mal auf alle da hoch. Euren Befehl. Nicht aufgeben. Dann müssen wir ganz schnell das Lagerhaus kaputt machen. Nein, wieso hängst du denn da fest? Wir werden angegriffen. Ja, natürlich werden wir angegriffen. Wir dringen gerade in deren Stadt ein. Was denkst du denn? Wir werden angegriffen. Sarah, du bist so eine... Du bist echt eine Nuss. Also Nuss passt als Beschreibung wirklich wahnsinnig gut. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Los, komm, greif an. In den Kampf! Katapultkarren. Ich will den anderen da analysieren. Nein, ich krieg den Katapultkarren nicht analysiert. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Nötig Soldaten. Ja, wieso sind denn da keine Soldaten mehr dran? Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wo sind unsere Munitionskarren? Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, aufbauen. Oh, jetzt fängt es bei mir an zu gewittern. Ich hoffe, das ist nicht schlecht. Mein Rechner. Was steht denn hier noch rum? Soldaten. Hoch mit euch! Kämpft mit, beschützt die Katapultkarren. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo Munitionskarren, oder? Da, erobert mal die Munitionskarren. Macht was Sinnvolles. Dann nehmen wir die feindlichen Munitionskarren um, deren abziehen. Neu erobern. Arbeitet, was ihr könnt. Abziehen. Nehmt alles mit. Wir werden angegriffen. Abziehen. Hoch. Stürmt los. So, den können wir auch noch da hoch. Ah, das Lagerhaus ist fast kaputt. Sehr gut, sehr schön. Das freut mich doch. Nur unsere Katapulte sind nicht mehr besetzt, oder? Doch. Weil wir haben keine Munition. Aber die kommt dort. Schaut mal, da kommt der heldenhafte Munitionskarren. Tada! Ihr könnt weiterschießen. Stürmt los! Und wir haben aber noch irgendwo einen zweiten Munitionskarren gehabt. Ja, Betonung liegt auf gehabt.
Ja, das vielleicht schafft das eine Katapult das auch. Oh, sie haben gerade noch ein Fest gefeiert, sehe ich gerade. Sehr schön. Wir haben hier feindliche Soldaten in unserer Stadt, unser Lagerhaus. Oh, wir haben gewonnen. Bastarde! Für den Moment gebe ich mich geschlagen. Aber eure Freude an diesem Sieg wird nur von kurzer Dauer sein. Tela ist im Untergang geweiht. Brapat wird meine Pläne erfüllen. Ich werde noch über Hidun herrschen, wenn ihr längst zu Staub zerfallen seid. Nun, Kana, oder wie immer ihr heißen möget, eure falsche Göttlichkeit wird uns nicht davon abhalten, euch in Ketten zu legen. Ihr werdet euch vor den Siedlern und dem Reich von Hidun für eure Verbrechen verantworten. Doch vorher gibt es noch etwas, das ich wissen muss. Was habt ihr meinem Vater angetan? Prinzessin Saraya, Kana wird es euch nicht sagen. Aber ich werde es tun. Sie verabreichte ihm einen mächtigen Trunk, der seinen Willen inzwischen fast vollends zerstört hat. Ihre trügerischen Worte taten wohl das Übrige. Kana bereitete den Trunk mit einigen seltenen Zutaten aus einer Gegend nahe Tela zu. Möget ihr schnell das Gegenmittel finden. Gut, das waren offenbar die Schlussworte. Ich wusste nicht, ob jetzt noch was kommt. Und ich vermute einfach mal ganz stark, dass unsere nächste Aufgabe darin bestehen wird, zum einen Tela zu beschützen, wo auch immer das liegt, und zum anderen diesen Gegenmitteltrank zu brauen. Wobei es natürlich total sinnvoll ist zu sagen, übrigens, es sind einige seltene Zutaten, die du in dieser Gegend findest. Das schließt natürlich total viele Sachen aus. Stellt euch mal vor, das ist gerade irgendwie eine Gegend, die berühmt ist für ihre seltenen Kräuter und Pilze und was weiß ich nicht alles. Und du stehst dann da. Ja, gut, einige seltene Zutaten. Aber welche davon? Ja, im Prinzip werden sie das bestimmt irgendwie so intern gesagt haben. Ne, so ein Zettelchen zugeschoben oder so. Dass die Saraya das denn letztendlich weiß. Ich vermute mal, das wird dann das nächste sein. Und obwohl das halt jetzt im Schluss wirklich ziemlich chaotisch gewesen ist, hat es ja dann doch endlich funktioniert. Es hat wirklich länger gedauert, als ich erwartet habe, was vor allen Dingen auch dran lag, dass die Gegenwehr ein wenig größer war als erwartet und das dann oben auch noch schief gegangen ist und man dann die Soldaten alle wieder sammeln musste und so weiter und so fort. Aber so schwer war es ja dann im Endeffekt nicht. Hat ja alles ganz gut funktioniert. Wir könnten zwar leider nichts mit unserem ganzen Reichtum anfangen. Wir hätten uns natürlich die ganzen Soldaten auch kaufen können, fällt mir gerade ein. Ja, hätten wir tun können. So viel Geld, wie wir hatten, hätten wir uns einfach die ganzen Soldaten kaufen können. Hätten wir gar nicht so viel warten müssen. Ja, mal schauen. Vielleicht können wir das ja das nächste Mal machen. Ich würde es nicht wundern, wenn wir da auch wieder Verbündete haben. Also, wäre ungewohnt, wenn man wirklich komplett alleine wäre. Ohne irgendwelche Handelspartner oder sowas. Ein bisschen was hat man ja immer dabei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Und ja, es ist auch sowieso, was ich sehr schön fand, dass dieser Balken genau über dem Geschehen ist. Also hier hat man ganz viel freie Fläche. Also hier ja nicht, weil hier waren ja die Dialogtypen. Hier ganz viel freie Fläche und die Interessanten, die sind oben hinter dem Balken. Dass da auch die Kana steht, habe ich erst gesehen, als sie mit den Soldaten hier abgezogen ist. Naja. Aber ihr Lagerhaus ist dahin, die Stadt ist kaputt. Es wurde auch schon alles überwuchert von der grünen Supervegetation hier im Dschungel, die ich immer noch absolut faszinierend finde. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut!